Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Heute widmen wir uns der ersten Kalenderwoche des Jahres, also der Woche rund um Silvester. Ich hatte hier ja noch den Montag frei, habe dann zwei Tage relativ entspannt gearbeitet, konnte auch, weil es nicht ganz so stressig war, ein bisschen früher Schluss machen und hatte da natürlich ein bisschen Zeit für Bücher, für Serie, aber auch vor allem für Freunde, für Telefongespräche, für Käffchens und diese Zeit muss man im Grunde auch einfach so ein bisschen ausnutzen. Silvester war bei uns sehr entspannt, sehr gemütlich, sehr essenslastig, sehr lecker und auch richtig schön. Dann natürlich im Nachgang doch sehr tragisch durch den Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo. Der mich wirklich am 1. Januar sehr tief getroffen hat. Ich bin da... Ja, wenn es um Tiere geht, bin ich sehr nah am Wasser gebaut, nicht nur bei meinen eigenen Tieren, wenn mit denen etwas ist oder denen von Freunde, Familie, sondern eben auch gerade was Zoos angeht. So als Tierschützer kann man das nicht unbedingt gut finden. Allerdings gibt es auch Argumente durchaus für einen Zoo, dass man hier ein Affenhaus hat ohne irgendeine Vorrichtung für Feuer, Rauch, lässt mich nur kopfschütteln. Was mich aber besonders kopfschütteln lässt, ist die Reaktion der Menschen, als dann eben auch bekannt gegeben wurde, wie es entstanden ist und dass sich da eben auch eine Familie freiwillig gemeldet hat. Also von Ausdrücken, wie hängt diese Menschen oder keine Ahnung. Ich frage mich, wo ist da irgendeine Empathie hin? Das lässt mich dann wirklich erschrecken, aber ich glaube, man darf das nicht an sich ranlassen. Ich tue das leider wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Zudem kommen natürlich auch noch die Brände in Australien dazu. Nein, das soll jetzt hier kein Vlog sein, der uns alle niederdrückt. Aber ich finde einfach, man kann nicht immer so weitermachen mit Katastrophen auf der Welt. Und man kann so tun, als wäre alles in Ordnung. Ich kann mich gerade nicht hierher setzen und Friede, Freude, Eierkuchen und lachen und strahlen, obwohl ich das gerne täte. Wenn mich das eben auch einfach bewegt. Und gerade das in Australien, das wird gefühlt, finde ich, in Deutschland so runtergespielt. Und wenn man aber sich einfach mal internationale Medien anschaut oder auch einfach Instagram mal öffnet und da dem einen oder anderen folgt, der vielleicht zum Beispiel auch in Australien ist oder da sich sehr mit beschäftigt und man sich dann auch selbst einfach beschäftigt und recherchiert und Berichte liest und was da alles schon kaputt gegangen ist, wie viele Tiere da verändert sind, wie viele Menschen gestorben sind, wie viele da noch in Gefahr sind, was da schon... Und ich habe so das Gefühl, es interessiert nur einen sehr geringen Teil der Menschen und das ist was ich unfassbar erschreckend finde. Und auch unsere Medien interessiert es nicht. Und dafür finden wir es aktuell wohl ganz, ganz toll, was Donald Trump so macht. Und darüber möchte ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen, weil da kann man nur Diskussionen darüber führen. Das ist zumindest was in den Medien präsent ist, wenn es auch leider für mich in eine komplett falsche Richtung geht. Das sind aber so Themen, die mich gerade beschäftigen, die mich durch den Kopf gehen, die ich auch nicht einfach abschalten kann. Leider nicht. Also ich fände es toll, wenn ich das könnte, wenn irgendwo der Ausschaltknopf wäre und ich mir keine Gedanken mehr machen würde, wenn auch nicht immer mal so ein Tränchen fließen würde. Und viele fragen sich oder fragen auch mich, was lässt du das denn so ran und warum interessiert dich das? Und ich bin halt so, ich kann das nicht ändern, ne? Also ich bin da einfach ein sehr mitfühlender Mensch. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass die anderen Menschen das nicht sind. Aber mich bewegen eben auch so, solche globalen Themen sehr. Und gerade das auch in Australien, das finde ich eine absolute Horrorvorstellung, während wir in Deutschland gefühlt irgendwie über eine Plastiktüte sprechen, die abgeschafft gehört, brennt da unten einfach mal ein unfassbares Feuer. Und mal ehrlich, da ist jeder CO2-Ausstoß, den irgendein Auto macht oder irgendeine Plastiktüte, der ist vollkommen egal, was da unten, also es ist natürlich nicht egal, aber so im Vergleich müssen wir einfach da an anderer Stelle gerade angreifen. Ja, zudem gab es einen Todesfall bei mir in der Arbeit. Ein Kollege ist überraschenderweise gestorben. Und auch wenn das natürlich jetzt nicht so was Nahes ist wie Familie, Freundschaft, ne, aber man hat trotzdem mehr oder weniger fast täglich irgendwie miteinander zu tun, mal mehr, mal weniger.
Und ja, auch das hat mich nicht so zur Ruhe kommen lassen in diesem neuen Jahr. Also so global gesehen waren es jetzt schon Themen, die ich für 2020 irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte. Klar, gerade das Feuer in Australien brennt ja schon länger, aber dass es jetzt diese extremen Ausmaße einfach annimmt und da also man das Gefühl hat, was muss da noch passieren, bis, also ja. Ja, irgendwie kein so guter Start ins Jahr. Dennoch habe ich 3 Bücher gelesen und zumindest 2 der 3 sind wirklich großartige Highlights. Und jetzt legen wir diese schweren Themen ein bisschen zur Seite und versuchen ein bisschen euphorischer bei den Büchern zu sein, die mich jetzt wirklich Anfang des Jahres begleitet haben. Zum einen das erste Buch, was ich beendet habe, das erste Buch 2020, ist Die 3 magischen Worte von David Michie. Das Buch habe ich noch an Silvester begonnen, ja, an Silvester am Dienstag und habe es dann am 1. Januar beendet, also das erste Buch des Jahres. Dann das nächste Highlight ist Der Hof der Wunder von Cester Grant, ein Debütroman, ein Auftakt einer Reihe, der mich mehr als überraschenderweise total geflasht hat. Und auch das dritte Buch, das Hörbuch der Woche, hat mir sehr gut gefallen. Es ist Find Me in the Storm von Kira Moon, der dritte und letzte Teil der Leuchtturm-Trilogie. Eine Reihe, die mich ja letztes Jahr gerade mit Show Me the Stars ja absolut überrascht hat. Und mir ja auch der zweite Teil sehr gut gefallen hat, findet jetzt hier ihren Abschluss. Zudem habe ich ein bisschen Serie geschaut. Ja, Infos zu den Büchern, zu den Videolinks und auch zu der Spendenaktion, zu der wir dann kommen, findet ihr alles wie immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich versuche da alles Mögliche immer zu verlinken. Also wenn ihr da Infos irgendwie aus dem Video sucht, sollten die in der Regel unten in der Infobox zu finden sein. So, jetzt muss ich hier mal meinen Notizzettel. Ja, das will irgendwie nicht. Die Kamera ist zu klein, da kann man keine Notizen richtig hinkleben. Ja, aber gut, wir starten. Jetzt geht die Sonne weg. Ja, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu dunkel. Ja, wir starten mit Die 3 magischen Worte von David Michie. Ja, also das erste Buch des Jahres und direkt ein Highlight. Ich muss es gar nicht spannend machen, denn es hat mich absolut begeistert. Es hat mich wirklich tief berührt und mir unfassbar gut gefallen. Ich habe schon einiges von David Michie gelesen. Begonnen mit der Trilogie um die Katze des Dalai Lama. Und dann kam letztes Jahr Yoga für Mensch und Tier. Und es gibt im Englischen, soweit ich gesehen habe, auch noch eine Hundereihe von ihm. Die habe ich aber noch nicht im Deutschen gesehen, aber da überlege ich ja, ist hier auch nicht drin, und da überlege ich aber, ob ich die mir nicht mal in Englisch einfach lese, weil ich die auch total niedlich finde. Da geht es, glaube ich, um Cocker Spaniel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, David Michie, ein Mensch, ein Autor, der sich sehr mit dem Buddhismus verbunden fühlt, sehr, ja, auch mit diesem buddhistischen Philosophie, ja, die wunderbar rüberbringen kann, die sehr nahe bringen, die nicht mit so erhobenen Zeigefinger drauf zeigt, sondern, ja, das wirklich sehr stimmig macht. Das hat er schon mit Die Katze des Dalai Lama gezeigt, die wir hier auch wieder treffen, denn sie übernimmt sowohl das Vorwort, auch als das kleine Nachwort und erzählt uns, was hinter den 3 magischen Worten steckt. Denn es geht hier nicht in etwa um ich liebe dich, sondern es geht um es war einmal. Und dass mit diesen 3 magischen Worten sich eben die Türen zu Märchen und Geschichten öffnen und man ja bereits als Kind im Grunde schon lernt oder versteht, dass wenn diese Worte kommen, dass man jetzt den Alltag, das echte Leben sozusagen einfach zurücklassen kann und sich der magischen Märchenwelt widmen kann. Und das finde ich richtig, richtig schön, ein toller Gedanke. Und wir haben hier eben auch die Lieblingsgeschichten, Alltagsgeschichten, die Katze des Dalai Lamas uns sozusagen erzählt und die uns die Essenz der buddhistischen Lehre einfach sehr gut rüberbringt. Wir haben hier 9 Kurzgeschichten, ganz unterschiedlicher Länge, plus eben das Vorwort und das Nachwort. Und ja, es gibt gerade 3 Geschichten. Ich glaube, ich habe mir 3 markiert, die ich richtig, richtig schön fand. Und zwar ist das einmal der Sarah Street Lesekreis. Es ist einmal, wenn Sie doch nur sprechen könnten und einmal genau so. Und die haben mich wirklich total begeistert. Und
ja auch gerade, die, zu denen werde ich auf jeden Fall nochmal greifen. Aber auch alle anderen Geschichten sind richtig, richtig schön. Also wir haben 9 Geschichten, die eigentlich aus dem Alltag gegriffen sind, die ganz unterschiedliche Charaktere haben, die ganz unterschiedliche Geschichten haben. Und die Geschichten sind sehr entschleunigend. Ich habe die gerade auch gerne abends gelesen. Einfach so 2, 3 Geschichten. Ja, habe da natürlich auch im ersten noch dazu gegriffen. Hatte ich ein bisschen mehr Zeit natürlich, weil Feiertag. Und habe das unfassbar genossen. Also man kommt richtig runter, man wird wirklich entspannt. Man, wenn man sich darauf einlässt und so ein bisschen auf die Atmung achtet. Und ich fand das wirklich großartig. Der Schreibstil ist wie von David Michie gewohnt wirklich richtig, richtig gut. Er ist sehr wundervoll, es ist sehr bildhaft. Es ist eine ganz, ja, angenehme Sprache, die einen mitnimmt und ja, einen so ein bisschen auch diese Welt sozusagen näher bringt, die buddhistischen Philosophien nahe bringt. Ich glaube, es ist nicht für Anfänger geeignet, die gerade vielleicht so mit buddhistischen Philosophien beginnen. Ich glaube, man sollte sich schon ein wenig vorher damit beschäftigt haben, damit man auch so ein bisschen die Essenz davon versteht und mitnimmt und merkt, ja, was will einem da erzählt werden. Sonst könnten diese Märchen vielleicht manchmal auch ein bisschen konfus wirken. Könnte ich mir einfach so vorstellen, wenn man gar nicht versteht, ja, auf welche Philosophie sich das gerade stützt. Aber theoretisch finde ich, ist das Buch für alle geeignet, die sich einfach schon so ein bisschen mit Yoga, mit Achtsamkeit, Meditieren und eben auch dem buddhistischen ja, Philosophie irgendwie begonnen haben, reinzulesen. Und ja, es ist nicht so locker leicht, wie man zum Beispiel die Katze des Dalai Lama-Reihe kennt. Aber ich fand sie wirklich sehr, sehr berührend, sehr tiefgründig, auch sehr tiefgreifend und wirklich sehr vielgebend. Also man zieht da wirklich sehr viel für sich heraus, man nimmt da was mit und das hat mir einfach unglaublich gut gefallen und ich fand die Geschichten richtig, richtig schön. Ich habe mir auch irgendwas markiert, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was. Ah, wir können Frieden und Gleichmut nicht erreichen, indem wir den Versuch unternehmen, die Welt um uns herum zu ordnen. Wir müssen in unserem Inneren anfangen, innerer Friede entsteht hier. Und er legt die Hand aufs Herz. Und da geht es so ein bisschen darum, dass jemand, die Protagonistin in der Geschichte, eben sagt, sie, ja, also da habe ich mich sehr verstanden, zum großen Teil gefühlt, dass sie eben sagt, so dieser ganze Weltenkummer nimmt sie irgendwie mit und Tierleid und Ungerechtigkeit und dass er eben sagt, es nützt nichts, wenn du alle anderen irgendwie bekehrst, sondern fang bei dir an, verändere du dich und dann verändert sich auch deine Welt. Und ja, das passt auch wieder perfekt zu der Stimmung der Woche. Ja, eine wunderbare Geschichte, die manchmal nicht mit Stereotypen oder so ein bisschen Klischee auskommt. Ich kann den Kritikpunkt durchaus verstehen, finde das aber bei einer Geschichte oder auch einem Märchen, wenn man das so sehen möchte, gar nicht schlimm. Also schlimmer hätte ich, also finde ich Klischees, was weiß ich, bei klassischen Liebesromanen, Frauenromanen, wie man so sagt, da finde ich es viel schlimmer, als wenn man sich hier einfach einer Stereotype greift. Vor allem sind die Geschichten, also spielen ja manchmal auch in einer ganz anderen Zeit. Also mich hat es nicht gestört, ganz im Gegenteil, ich fand es schön, dass man da eben einfach damit umgeht, das irgendwie aufreißt und sowas Eigenes macht. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ja, David Michie, für mich ein Autor, den ich erstmal nicht aus den Augen verlieren möchte. Und die Katze des Dalai Lama, die muss jetzt dann demnächst auch mal in echter Form bei mir einziehen, weil ich so oft an die denke und es, glaube ich, auch einfach mal Zeit wird für einen Reread. Und ich die so schön fand. Und ja, auch die 3 magischen Worte. Richtig, richtig schön. Ein großartiges Highlight, was mir wirklich sehr, sehr viel gegeben hat die Woche und mir auch wirklich sehr gut getan hat. Das nächste Buch habe ich als E-Book gelesen, ist Der Hof der Wunder von Cester Grant. Mich hat damals das Cover super gut gefallen, sehr angesprochen und auch der Klappentext. Denn wir haben hier so eine Art alternative Welt, beziehungsweise findet die Zeiterzählung ja in einem alten Frankreich, Paris statt, 1830. Und das fand ich damals super, super spannend. Ich hatte ja erst die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich ein Einzelroman ist, habe jetzt aber irgendwo gelesen bei der Recherche nach dem Buch, dass es wohl eine Trilogie wird. Und was ich aber ja da tatsächlich ein bisschen komisch finde, ist, dass der Originalband noch gar nicht in der Originalsprache sozusagen erschienen ist. Das heißt, man
also es könnte jetzt auch durchaus sein, dass es nur beim ersten Teil bleibt, aber das wollen wir halt in dem Fall auch nicht irgendwie hoffen. Ja, wir treffen hier auf Nina, die in einem alternativen Paris um 1830 lebt. Die Französische Revolution ist fehlgeschlagen und wir sind in einer Welt, in der skrupellose Aristokraten sich die Stadt mit kriminellen Gilden teilt. Es gibt insgesamt 9 Gilden, die sehr unterschiedlich sind, von den Dieben über die Meuchelmörder und so weiter. Nina wird von ihrer Schwester, von ihrer großen Schwester beschützt, wird weggegeben, denn ihre Schwester selbst wird eben an eine der Gilden verkauft vom Vater. Und damit Nina nicht das gleiche Schicksal ereilt, sorgt sich ihre Schwester noch drum, dass es ihre Schwester irgendwie besser hat. Beziehungsweise wird sie in eine Gilde gesteckt, die sich mit Diebereien und Ähnlichem beschäftigt. Und ja, Nina wird dann sozusagen zur schwarzen Katze, denn sie ist eben klein, zierlich und flink und kann allerhand Dinge klauen. Und wird von dieser Gilde angenommen und auch ausgebildet und hat dann selbst eine Art kleine Schwester, einen kleinen Schützling, die sie auch beschützen muss. Und zu Beginn haben wir eben so ein bisschen diese Geschichte, dass sie ihre Schwester, dieses Mädchen Etty, vor dem Kaplan beschützen muss, der ein Auge auf sie geworfen hat. Und jeder weiß, was passiert, wenn der Kaplan hübsche Mädchen sozusagen auserkoren hat. Und so erleben wir diese alternative Welt, die skrupellose Welt, ein Paris, das düster, dunkel, brutal und grauenvoll ist. Und das war grandios. Es war High Fantasy, die mich unfassbar begeistert hat, die uns zeigt, wenn man sich ein bisschen mit der Französischen Revolution auskennt und ein bisschen weiß, was davor war, was danach war, was dadurch in Gang gesetzt wurde, was eben passiert, wenn das nicht alles in Gang gesetzt wurde. Wir erleben diese Gilden, wir erfahren sehr viel über diese Gilden, die es dort gibt, die eben sehr düster sind, brutal sind, die eigene Rangordnungen haben und auch nach eigenen Gesetzen leben. Die Aristokraten, die absolut käuflich sind, die korrupt sind, die gefühlt auch nicht viel besser sind, und eine Kombination aus beiden lässt es am Hof der Wunder eben ganz schön zugehen. Der Stil von Caster Grant ist unfassbar packend gewesen. Sehr spannend, düster, brutal, bildhaft, lebendig. Und man hat förmlich dieses dunkle Paris gerochen. Also das war wirklich unfassbar gut. Und man bekommt viele, viele, viele Infos. Aber die Geschichte wirkt an keiner Stelle irgendwie überladen, sondern es wirkt immer sehr erzählend. Also wir haben hier niemanden, der neunmal gescheit uns die Welt erzählt, sondern immer wenn irgendwie was passiert, bekommen wir neue Infos, wir bekommen wirklich viele Infos. Man kann sich die Orte gut vorstellen, die Charaktere, die dunkle Atmosphäre und auch gerade das Zwiegespaltene unserer Protagonistin fand ich einfach großartig rübergebracht, was natürlich auch an der Ich-Perspektive liegt, die hier zum einen Einsatz kommen, die ich wirklich absolut gelungen fand, die auch für mich das richtige Stilmittel war, um die Geschichte zu erzählen. Und gerade auch so die Gedankengänge, die Tätigkeiten der Protagonistin von Nina sind für mich einfach perfekt getroffen. Also die Geschichte ist wirklich on point. Es gibt kaum irgendeine sinnlose Länge, sondern eher mal so 20 Seiten zum Durchatmen, bevor es dann irgendwie weitergeht. Und wir sind hier am Hof der Wunder und der ist wirklich unfassbar gut. Es gibt auch in der Geschichte so eine anfängliche Liebesgeschichte, beziehungsweise Geschichten. Das Wort anfänglich sagt schon alles aus, dass es wirklich nur im ersten Band sehr angedeutet ist. Und ich muss sagen, ich fand das so gut. Ich fand es so gut, dass man nicht irgendeine Liebesgeschichte, irgendeinen Twist, irgendwie sowas irgendwie eine Rolle spielt, sondern dass wir uns wirklich auf die Geschichte konzentrieren, dass die Leute auch einfach mal merken, hier ist eigentlich gar keine Zeit für eine Liebesgeschichte. Wobei gefühlt hat man ja immer Zeit. Na, bei jeder Katastrophe, das Erste, was die Menschen gefühlt machen, ist sich in irgendeine Liebesgeschichte stürzen, was ich schon immer total schrecklich fand. Und umso schöner fand ich es hier, dass man den Ernst der Lage einfach erkannt hat und sich darauf konzentriert hat. Das Buch wird verglichen, beziehungsweise habe ich gelesen,
dass es im Grunde auch damit beworben wird. Das ist Dinge aus Les Miserables, ich hoffe, man spricht es so aus, und auch Kaplans Dschungelbuch übernimmt. Ja, man erkennt das manchmal, gerade natürlich, wenn die Details zur Französischen Revolution kommen. Ich habe das Dschungelbuch vor, keine Ahnung, 25 Jahren gelesen. Ich kenne theoretisch die Disney-Version viel, viel besser, die aber nur ja, ganz wenig mit dem eigentlichen Buch zu tun hat. Aber gerade was so Hierarchien, Rangordnungen angeht, ich weiß, kann mich gerade nicht so richtig dran erinnern, glaube ich, ist das wirklich ein guter Vergleich gewesen. Und gerade auch die, diese revolutionären Gedanken, und man sieht eben dieses Paris des Musicals oder auch des gelungenen Films mit Hugh Grant unter anderem wirklich vor sich, was ja auch das Musical ist, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und ja, fand ich wirklich gelungen. Ich hoffe nur, dass wir ganz, ganz bald jetzt auch einen zweiten Band haben, dass die Geschichte weitererzählt wird. Sie endet nicht direkt mit einem Cliffhanger, also das kann man jetzt nicht sagen, aber man merkt natürlich schon, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Und ja, deswegen, ja, großes, großes High-Fantasy-Highlight, hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Und hat mir wirklich viel Lesespaß gebracht. Habe ich auch an zwei Abenden und dann am Samstagmorgen wirklich inhaliert gefühlt. Also das hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, schon währenddessen habe ich dann Find Me in the Storm gehört von Kira Moon. Das ist der Abschluss der Leuchtturm-Trilogie. Der, wo mich ja besonders der erste Teil, Show Me the Stars, wirklich überraschenderweise begeistert hat. Der zweite Teil, Save Me from the Night, war für mich ein bisschen unspannender, weil ich einfach so mit der ganzen Hintergrundgeschichte der Protagonistin nicht so viel anfangen konnte, beziehungsweise ich eben schöner fand, als wir eben in Castle Dance waren, und das war im ersten Teil einfach ein bisschen, ja, mehr vorhanden. Ich habe alle drei Bücher jetzt gehört. Ich packe euch auch die Bücherwochen zu Teil 1 und 2 unten in die Infobox. Und ja, der dritte Band, Find Me in the Storm, ist jetzt auch rausgekommen im Dezember, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube nach Weihnachten. Und wird gesprochen von Nora Jock-Hoscher. Mir sagt die Sprecherin leider nichts. Ich glaube auch, ich habe von der vorher noch nichts gehört. Es werden auch alle drei Bände von jemand anderem gesprochen. Also man hat sich hier nicht auf eine Sprecherin irgendwie festgelegt, was ja auch gar keinen so richtigen Sinn gemacht hätte, weil wir ja drei unterschiedliche Protagonisten je Geschichte hat, und so hat jede ihre eigene Stimme. Und das finde ich tatsächlich richtig, richtig schön. Ja, wir sind hier in Castle Dance, das ist an der Westküste von Irland, und wir sind in diesem kleinen Dörfchen, das wir eben, ja, oder Städtchen, das wir im ersten Teil schon kennengelernt haben. Im zweiten Teil haben wir ein paar mehr Infos bekommen, und im dritten Teil treffen wir auf Erin, die das Bed and Breakfast vor Ort hat. Und Erin kennen wir schon so vom Hörensagen und vom Treffen, auch aus den beiden anderen Bänden, und auf die habe ich mich auch wirklich super gefreut, weil ich Erin schon so als sympathische Nebencharakterin kennengelernt habe und da immer schon so ein bisschen mochte und einfach gespannt war, wenn sie uns ihre Geschichte erzählt. Erin ist an und für sich die Ruhe selbst, lebt schon lange in diesem Örtchen, hat das Bed and Breakfast der Eltern übernommen, als die sich getrennt haben. Mittlerweile leben die Eltern in Entscheidung, und ihre Mutter ist jetzt in dieses Bed and Breakfast so, ja, gezogen, und ist eine unfassbar schreckliche Person, das kann man, glaube ich, einfach schon mal sagen. Überraschenderweise kommt dann ein Star in dieses Städtchen und übernachtet auch bei ihr. Es ist Josh, der ein TV-Star ist, der eine Sendung hat, wo er Leute verkuppelt. Und ja, der hat auf Castle Dance oder in Castle Dance eben auch eine Idee für eine neue Sendung. Und eigentlich hat Erin keine Zeit, keine Lust, neben dem Bed and Breakfast, dem Stress mit ihrer Mutter, überhaupt so mit der Familie und auch mit den Geldsorgen, die sie so ein bisschen beim Bed and Breakfast hat, sich jetzt irgendwie auf Josh einzulassen. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass das sich so ein bisschen was Knisterndes abspielt. Ja, ich fand Erin, wie gesagt, in den zwei anderen Teilen schon präsent. Man wusste ja auch, um wem es dann im dritten Band gehen wird. Deswegen hat man da natürlich schon ein bisschen aufgehorcht. Ich fand sie da schon super sympathisch, und sie hat ihre Sympathiepunkte definitiv erhöht. Es ist eine junge Frau, die sehr viel Stress hat, die sehr viel Sorgen hat, die aber immer ein offenes Ohr für ihre, ja, für ihre Gäste hat, für die Menschen um sich herum. Wir treffen ja auch wieder auf die beiden anderen Protagonisten von Band 1 und 2, auch so ein bisschen mit denen ihrem Problem, wie die Geschichten so ein bisschen weitergegangen sind. Und ja, man ist da mit ihr sehr mitfühlend und auch dabei. Leider war der Anfang der Geschichte, ja, ein bisschen langweilig.
So das erste Viertel, da hat man wirklich gedacht, ja, wann geht's denn endlich jetzt mal mit der Geschichte los? Nicht, dass nichts passiert ist oder nichts Neues kam, aber es war so belanglos. Und das, ja, finde ich bei einem Hörbuch, da geht das immer gefühlt noch besser, als wenn man es liest. Ich glaube, beim Lesen hätte ich irgendwie keine Lust gehabt, mehr dazu zu greifen. So hört man halt auch immer mal nebenbei, wenn man putzt, wenn man kocht, wenn man im Solarium liegt oder auf dem Weg zur Arbeit ist oder nach Haus. Und da fällt einem das nicht so schwer, aber dass der Anfang war schon so ein bisschen, wann kommt denn die eigentliche Geschichte? Aber wenn die dann mal losgeht, fand ich es großartig erzählt. Also überhaupt ist der Stil von Kira Moon sehr gelungen. Er ist sehr flüssig, sehr modern, hat tolle Dialoge, ist sehr erwachsen, hat erwachsene Protagonisten, hat Alltagsgeschichten und auch Alltagssorgen, die wir alle auch gut nachvollziehen können. Und ich finde auch, dass die Charaktere sehr authentisch wirken und echt. Und man fühlt sich halt so, als wäre man vor Ort, als wäre man Teil dieser Stadt, als wäre man mitten unter den Menschen und man kann auch sehr vieles dann nachvollziehen. Man kennt die Charaktere schon, man ist so eine eingeschworene Gemeinschaft und fühlt sich da einfach mit dabei. Das, finde ich, hat Kira Moon wirklich gelungen geschafft, auch so dieses Städtchen-Feeling. Das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es im ersten Teil definitiv mehr war als dann in Teil 2 und 3. Was mich aber tatsächlich, also gestört ist das falsche Wort, was ich unfassbar schade fand, ist, dass die Nebencharaktere fast alle unfassbar unsympathisch waren. Also ob das Gäste waren, ob das die Mutter war, ob ja Menschen, denen man einfach begegnet ist. Also ich weiß irgendwie nicht, ob das ja so das Leid von Erin ist, dass sie eben nur unsympathische Menschen um sich herum hat. Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil man wenig Sympathie für andere irgendwie haben kann. Auch für Josh selbst, der ja so dann der männliche Protagonist sein soll, für den war ein bisschen wenig Platz. Beziehungsweise hat er auch manches Verhalten an den Tag gelegt, wo ich auch nur dachte, ach Junge, dann geh einfach. Ne? Also ich, das finde ich manchmal schwierig. Ich fand auch schwierig, wie das Umfeld von Erin so darauf reagiert hat. Und ich mir dachte, ach Mensch, das sind doch alles Erwachsene. Und ja, ich weiß, man sollte vielleicht nicht so denken. Aber, also, dass die alle so unsympathisch sind und so empathielos, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also das, für mich bleibt Band 1 definitiv das Highlight der Reihe. Band 2, würde so ein bisschen nach Band 3 für mich kommen. Also wenn man das in Sternen ausdrücken würde, hätte man wirklich 5 Sterne für Show Me the Stars. Band 2 hätte 3 Sterne und Find Me in the Storm bekommt jetzt 4 Sterne. Einfach so ein bisschen wegen den sehr vielen unsympathischen Charakteren und auch so dem anfänglichen, bis man mal reingekommen ist. Aber es ist eine tolle Trilogie, die Spaß macht, die wohlfühlig ist und die uns da nach Irland mitnimmt und uns da auch sehr gut gehen lässt und man sich da auch angekommen fühlt. Ja, das soweit zu den Büchern. Am Sonntag habe ich dann angefangen mit dem ersten Teil der Virgin River Reihe. Angefixt natürlich von der lieben Ruth, lese ich das zusammen mit der lieben Becky. Und eigentlich wollte ich die Serie schauen, dann ist mir aber abgeraten worden, wenn du doch den ersten Band auf dem Sub hast, lese den doch zuerst. Und das mache ich jetzt und man sollte wohl auch noch den zweiten Band kennen, bevor man dann die Serie schaut, insofern man halt vorhat, die Serie, also das Buch vorher zu lesen. Und das werden wir jetzt machen. Und der Einstieg, ich erzähle euch in der nächsten Bücherwoche auf jeden Fall mehr. Dann ging es in der Woche auch ein bisschen mit Good Witch weiter. Ich habe Staffel 3 beendet, bin jetzt in Staffel 4 und ich weiß, dass es wohl dann auch demnächst eine 5. Staffel geben wird. Ich weiß noch nicht, wo die läuft, denn auf Netflix wird sie mir nicht angezeigt. Und es ist wohl auch eine 6. Staffel bestellt. Ich habe das jetzt mal rumrecherchiert. Und aber Staffel 5 gibt es noch nicht auf Netflix. Keine Ahnung, wo es die gerade vielleicht dann zu finden gibt. Da kann man dann ja einfach mal abwarten. Mehr habe ich zu der Woche auch gar nicht zu erzählen. Ich habe auch, glaube ich, lange genug gequasselt. Ich hoffe, dass es euch jetzt nicht zu viel Nebenbücherthemen waren. Und lasst uns gerne auch in den Kommentaren dann zum Austausch kommen, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Natürlich auch, welche Bücher euch im neuen Jahr begeistert haben, ob schon ein Highlight dabei war, was euch gerade so ein bisschen in den Büchern auch begleitet. Lasst mich das gerne wissen und ich freue mich auf den Austausch und danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.